Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Jetzt wollte ich schon Lotus sagen. Nein, OMSI, wir sind in OMSI und wir sind heute auf einer kleinen, tollen Karte unterwegs, die nennt sich Bad Karlstein. Und es ist eine relativ ältere Karte, glaube ich, so um die 1970 oder sowas. Da dachte ich mir, komm, dann nehmen wir hier den Coachbus. Oder Couch Bus, der lohnt sich dafür, der hat so das ideale Aussehen dafür. Ich bin die Karte mal jetzt schon mal so ein bisschen mal abgefahren, alles kenne ich hier noch nicht, aber ich muss sagen, die Karte hat echt Potenzial. Also ich mag so eine kleinen Überlandkarten, ja, wo du so eine alte kleine Dörfchen hast und alles sowas. Und das alles haben wir jetzt hier in dieser Folge mit drin und da freue ich mich so. Wir werden das Ganze natürlich hier mit einem Schaltbus fahren, das heißt Schalten und Track AR und so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, rüsten wir mal langsam hier so mal so ein bisschen auf. Ne? Der Bus, den kennen wir ja schon, den hatten wir ja schon mal so ein bisschen gezeigt gehabt. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof und ja, müssen natürlich unseren Bus jetzt ja erstmal so ein bisschen aufrüsten. So. Ja. Die Tür nicht gegriffen bekommen. So, jetzt. Licht an. Dann hinten die Kofferraumklappe auf. Knöpfchen gedrückt. Und jetzt sitzen wir drinnen. Ihr seht schon, eine Track AR wieder mit dabei. So. Schlüssel. Und wir haben was falsch gemacht. Er ist noch nicht an. Jetzt ist er an. So. So, und damit läuft er, errört. Wir sehen's. Geil. Wundervoll. Ich liebe diesen Bus. Siehst du, das kannst du zum Beispiel so mit der Ansicht nicht machen, dass du dich denn. So. Jetzt haben wir hier oben noch. Oh. Ah, 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 ah. Ah, da kommen wir leider nicht ran. Sonst müssten wir jetzt aufstehen. So, nein. Oh, geh dazu. So. Sehen wir hier zum Beispiel oben auch Bad Karlstein nach Kirlach geht das Ganze heute. Okay. So, wie war das jetzt? 8522? Nein. Wie war denn das jetzt? Aber 522 war das. Warte mal, wir probieren mal. Jetzt haben wir nach Kirlach. Und ja, somit sind wir eigentlich startklar. Stehen jetzt, wie gesagt, hier auf dem Pausenplatz. Wir müssen da rüber. Da ist dann der erste Einstieg. Aber ich bin mal gespannt, wie die Fahrt heute wird. Könnte auf jeden Fall mega interessant werden. Deswegen werde ich jetzt mal hier die Uhrzeit vorstellen. Ich muss mal ganz kurz gucken.
15 Uhr geht's los. Machen wir 14:50. Spulen das Ganze mal so ein bisschen vor und dann können wir mal uns die Karte anschauen. Es gibt diese eine Linie, die wir hier fahren können. Ich glaube, insgesamt sind es 23 Kilometer, die wir hier fahren können. Und also wie gesagt, also das, was ich bis jetzt schon so gesehen hatte, sieht auf jeden Fall mega, mega putzig aus. So, jetzt am besten den Kollegen nicht umfahren. Der muss ja hier auch langlaufen, weißt du? Der muss ja hier auch langlaufen, der Kollege. Ah, wieder ertappt. Das ist hier schon eine echt harte Nummer. So, dann also einsteigen. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten hallo. Tag. Ja, hallo, grüß hallo. Hallo. Grüß miteinander. Ach, schön. Schön, schön. Ich bin ja gerade auf der PlayStation dabei, den Bus-Simulator mich jetzt auseinanderzusetzen. Das ist auch nicht schlecht. Also auf Konsole tatsächlich macht er mir mehr Spaß als wie auf dem PC. Der Bus-Simulator. Oh Gott, das wird. Kannst hier nirgends verwenden. Das ist echt blöd. Nee, hier kannst du vergessen, dass wir hier rauskommen. Oi. Also wirklich, passen Sie mal auf. Ja, wir müssen uns hier ein bisschen blöde drehen hier. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum das so komisch gebaut ist und man das hier nicht als erste Haltestelle baut. Ich weiß ja auch nicht, das ist fiktiv oder sowas. So. Wie hübsch das Ganze ausmodelliert ist hier. Schaut euch, wie gesagt, dieses kleine Dörfchen an. Das ist großartig. Ja.
ist ja gar keine Haltestelle, oder? Autobusstation. Doch, aber hier will irgendwie keiner einsteigen. Mal gucken, wir werden mal ein bisschen weiter vorfahren. Vielleicht gab es da jetzt nur wieder Entry Point Fehler. Ah, jetzt. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Ah. Ich mag diese kleinen Karten. Hallo, guten Tag. So, dann werden wir hier mal gleich unser Screenshot von machen. Das ist doch putzig, oder? Also ich muss sagen, so von dem ersten Eindruck, wie gesagt, der Bus, der ist großartig. Der macht richtig Spaß, halt auf solchen Karten damit zu fahren. Ja, was wir hier noch so haben, ist dann halt, wie gesagt, die echt kleine Karte. Und ich muss auch sagen, was er jetzt immer so ein bisschen so diese Nachladeschwächen, wenn wir jetzt halt aus den Kameraperspektiven immer so wechseln oder sowas, haben wir hier noch eine echt gute Performance. Und das halt das Ganze hier mit diesem Tracker, ja, das hebt das echt nochmal alles nochmal so ein bisschen ab, ja. Also das ist, wow. Also was ich halt immer vergesse, ist, jetzt war mal zu schnell gewesen mit dem Kopf bewegt. Also wirklich, passen Sie mal auf. Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Wenn wir die Feststellbremse betätigen, wir sehen nirgendwo, auch nur ansatzweise, ob wir sie jetzt aktiviert haben oder nicht. Oh, wir hätten hier rumgemusst, oder? Ja. Die Pfeile vergessen wieder zu aktivieren. Das ist ja eine Frechheit. Oh, nee, oder? Sowas wünscht sich manch ein Busfahrer auch. Die Draufsicht, um zu gucken. Ob er rumkommt oder nicht. Hallo. Hallo. Ja, einen wunderschönen Servus. Hallo. Ja, hallo. Servus. Ja, hallo, hallo.
So, willst du auch noch mit? Ja. Gut, dann verlassen wir. Ja, sagen Sie mal, können Sie auch anständig fahren? Was? Fällt der Scheiße. Passen Sie mal auf. Ja, schalten ist aber so eine Kunst hier. Ohmsche kommt nach vorne. Ja, hier kämpfen wir uns nach oben. So, guten Tag. Und damit geht's weiter. Da ist natürlich eine kostenlose Karte, die könnt ihr euch natürlich runterladen, ne? Bad Karlstein, ich glaube, im offiziellen OMSI-Forum war das gewesen, wo ich sie entdeckt habe. Mich eigentlich auch sofort in diese Karte verliebt habe. Oi. Das war ein bisschen schnell durch die Kurve gefahren. Ich weiß auch gar nicht, was die Karte so dauert. Ich glaube 40 Minuten oder sowas war das Ganze lang.
Also das ist schon ein Stück, was man hier fahren kann. Wie gesagt, 23 Kilometer über Land. Und ja, also ihr seht es ja selbst. Also ich mag diesen Stil von dieser ganzen Aufmachung. Wie gesagt, und hier echt so eine älteren Busmodelle, die kommen hier richtig gut zur Geltung. Ich musste jetzt eine Strecke jetzt erstmal aufnehmen, weil ich jetzt nämlich ein neues Lenkrad bekomme und der hat nämlich noch kein Shifter dran. Ich wechsle jetzt praktisch mein G27 endlich aus mit dem G29, damit ich ihn auch dann für die Konsole benutzen kann, so zwecks dem Bus-Simulator und alles sowas, ne? Halt moderne. Ich mag halt diesen Aufbaustil vom G29. Das erinnert mich halt sehr stark an das Driving Force GT. Damals war ich echt ein Fan von diesem Lenkrad. Und ja, jetzt wo der Geburtstag halt zu Ende ist, ist ein bisschen jetzt damit gekommen, dass ich mir dachte, so, okay, komm, dann holen wir uns das jetzt. Und bevor das jetzt da ist und ich erstmal keinen Shifter habe, weil ich mir den noch nachträglich erstmal noch besorgen muss und alles was, ja, dachte ich mir so, dann mache ich mal die Fahrt jetzt. Ich finde es halt schade, dass man zum Beispiel den alten Shifter für das 27 nicht auch für das 29 benutzen kann. Das soll wohl funktionieren, die Gänge, die funktionieren zwar, aber die ganzen Knöpfe, die da dran sind, die sind halt, die funktionieren nicht. Und der Rückwärtsgang, der soll auch irgendwie nicht funktionieren. Ja, dann brauche ich das, den Shifter nicht. Dann muss ich mir doch leider einen neuen holen. Wieder ein Ohrmchen aussteigen. Ausflugstour. So. Kann hier wohl scheinbar noch was anderes fahren. Wahrscheinlich dann innerhalb der Woche irgendwie. Noch weitere Ausflugsfahrten oder sowas. So, also schon wieder. Nächsten Halt. Grüß Gott. Winzerei Gallensberger. Grüß Gott. Musik.
Komm, du schaffst es. Hoch mit dir. Hoch. Ich bin mit 40 um die Kurve gefahren. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Kommt nie wieder vor. Hier ist schon 30. Oh, wenn jetzt hier ein Auto von vorne kommt, ey, du hast verloren, ja. Guckt euch das an, ey. Wie liebevoll das Ganze so zusammengebaut ist. Ich stehe auf diesen Stil halt, ja, also. Höfen? Nee. Wir wollen weiter nach Köhlach. Oh Gott. Wo hätte ich jetzt gewesen sein? Ah, hier.
Ja, Leute, so ist das. Deswegen sage ich, es ist so eine schöne kleine feine Karte. Da habe ich mir, also so würde ich mir tatsächlich auch Landkreis Mauthausen vorstellen. Also das hat er richtig gut gezaubert. Es ist halt nur Wald, da hast du wie gesagt halt das ein oder andere Dörfchen. Aber ich mag das halt, ja, das ist halt so super putzig. Jetzt sind wir leider ein bisschen zu schnell jetzt in die Kurve rein. Deswegen jammern sie schon wieder alle. Barnick. Naja, mindestens gibt es ja hier ein Haus. Thank you.
So, Windlach, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, gerade mal so. Ja, also ihr seht halt, das ist wirklich eine längere Überlandkarte, die wir mal hier fahren können. Ich glaube, ich muss wieder ein Stück vorrollen, weil die wieder mal nicht einsteigen wollen hier. Oh Gott. Da muss man mal so ein bisschen den richtigen Trigger finden. Hallo. Ja, schönen guten Servus. Tag. Ja, hallo. Oh. Schaltet. Schutt abladen verboten. Wir sind ja auch schon wieder kurz vorm Ende. Hallo. Guten Tag. So, einmal grün werden, bitte. Ja, manchmal auf dem Dorf so üblich, da stehst du manchmal gefühlt einfach Ewigkeiten, bis die Ampel mal grün wird. Aber ich glaube, sie ist ja gerade, oder? Ich habe sie noch gar nicht grün gehen sehen, muss ich dazu sagen. Ja, warten jetzt noch ein, zwei Minuten, dann fahren wir einfach drüber, falls es nicht gehen sollte. Ah ja, siehst du. Klappt doch alles. Wenn ich das Gaspedal voll durchdrehte, dann hast du hier diese Soundprobleme drin, ja. Aber wenn du jetzt hier an so einem Berg natürlich nicht durchdrehst, dann passiert natürlich auch nichts im dritten Gang. Yeah.
Alter, wenn hier von ein Auto von vorne kommt, dann. Ja, ausweichen. Ja. Na, sind wir heute der Michael Schumacher, ja? Das Problem ist, die stehen mir genau im Sichtfenster. Falls da ein Auto kommt, du siehst das nicht. Das ist ein bisschen ein Nachteil, weil die Leute steigen halt in den Bus nicht hinten aus. Es gab auch seitdem echt nie wieder ein Update. Kühlloch, ja. Ausflugstour haben wir hier weiterhin. You
Ja, so schön ist das hier. Und dauert auf jeden Fall sehr lang. Ich glaube, wie gesagt, heute ist Spiel Sonntag, da ist da ein Umlauf. Aber man kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Also hier mit einem schönen Buschen langfahren, das hat schon irgendwie was. Das ist schon so Nostalgie. Wie jeder weiß, bin ich ja Fan von Nostalgie, stehe ich voll drauf. Wie gesagt, gerade diese ganzen älteren Busse hier, die man jetzt zur Verfügung hat, kann man jetzt so wundervoll benutzen dafür. Hallo. Also da kann man absolut gar nichts sagen. Gerne mehr von solchen Strecken. Also wenn ihr zum Beispiel so Ideen habt, Strecken ja fast identisch so aufgebaut sind wie hier, vielleicht noch so eine City-Linie oder sowas, das wäre auch schon ziemlich cool. Also wenn du durch so eine größere Stadt zum Beispiel fährst, also eher so Randbezirk von der Stadt, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare posten. Die würde ich mir unheimlich gerne mal anschauen wollen. Wie gesagt, also ich mag diese Überlandkarten doch schon sehr gern. So, in Schleiz angekommen.
Und damit sind wir in Kürlach angekommen. Wundervoll. Und das war's dann für die Fahrt von heute. Wie gesagt, schreibt das in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte doch lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Damit verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.